Hallo Leute, herzlich willkommen beim Tech Talk. Hier ist Fabian und im heutigen Video möchte ich mich zwei der spannendsten neuen Features in iPadOS 16 widmen, dem Stage Manager und dem verbesserten External Display Support. Denn es ist, als ob diese beiden Features in Kombination wie für das iPad gemacht wären. Wenn ihr diese beiden Features kombiniert, dann könnt ihr auf eurem iPad 8 Apps gleichzeitig geöffnet haben und jederzeit zwischen ihnen hin und her springen. Wie das in der Praxis aussieht und was ich gut und was ich nicht so gut finde, das sage ich euch in diesem Video. Viel Spaß! Starten wir mit dem Stage Manager. Also, der Stage Manager ist eine neue Multitasking-Oberfläche auf eurem iPad und eurem Mac. Auf eurem iPad steht euch das mit iPadOS 16 zur Verfügung, auf eurem Mac mit dem kommenden macOS Ventura. Beide Betriebssystem-Updates kommen in diesem Herbst, stehen aktuell in einer Beta-Version zur Verfügung. Die Public Beta, die kommt im Lauf des Juli. Ihr aktiviert den Stage Manager ganz einfach über das Stage Manager-Symbol im Kontrollzentrum. Stage Manager erlaubt es euch, auf eurem iPad bis zu 4 Fenster übereinander zu legen. Dazu zieht ihr die Apps einfach aus dem iPad-Dock auf den Bildschirm. Diese könnt ihr dann noch in verschiedenen Größen auf eurem Bildschirm anordnen. Um Apps zu verschieben, müsst ihr diese am oberen App-Rand packen und an eine andere Stelle ziehen. Zwischen den einzelnen Apps dieser App-Gruppe könnt ihr dann ganz einfach per Fingertipp oder dem Mauszeiger hin und her wechseln. Auf der linken Seite des Bildschirms seht ihr weitere App-Gruppen, die ihr erstellt habt. Und diese könnt ihr ebenfalls per Fingertippen oder dem Mauszeiger aufrufen. Und mit einer Dreifinger-Wischgeste könnt ihr ebenfalls zwischen den verschiedenen App-Gruppen hin und her wechseln. Und über die drei Punkte am oberen Bildschirmrand, da könnt ihr zudem noch ein weiteres Menü aufrufen. So könnt ihr einzelne Apps beispielsweise in den Vollbildmodus versetzen. Und über das mittlere Symbol sollt ihr neue Fenster hinzufügen können. Über das rechte Symbol könnt ihr Fenster minimieren. Das bedeutet nicht, dass ihr die App geschlossen habt. Das könnt ihr nämlich weiterhin auch nur über den App-Switcher. Richtig aufblühen tut der Stage Manager aber erst, wenn ihr einen externen Monitor anschließt. Und das hat zwei Gründe, warum der Stage Manager mit einem externen Display ein tolles Paar abgibt. Zum einen, weil ein externer Bildschirm in der Regel wesentlich größer ist und die Fenster dort nicht zu klein sind. Zum zweiten, weil ihr dann bis zu 8 Apps gleichzeitig auf eurem iPad geöffnet haben könnt. 4 auf eurem iPad und weitere 4 auf dem externen Monitor. Und diese Apps, die sind alle aktiv. Und genau das ist auch der Grund, warum der Stage Manager offiziell erst ab iPads mit M1-Chip unterstützt wird. Zum einen verfügen iPads mit M1-Chip mit 8 GB RAM bereits über wesentlich mehr Arbeitsspeicher als ältere iPads. Zum zweiten verfügen nur M1-iPads über Speicherswap. Sprich, sollte der normale RAM knapp werden, kann der SSD-Speicher des iPads auch als erweiterter Arbeitsspeicher verwendet werden. Und hier spielt eine weitere wichtige Rolle, dass der Speicher bei M1-iPads mit einer deutlich höheren Geschwindigkeit angebunden ist als bei früheren iPads. Das ist zumindest die offizielle Erklärung seitens Apple, warum der Stage Manager nur ab M1-iPads funktioniert. Allerdings ist hier drüber schon eine ganze Menge diskutiert worden im Internet. Es ist eine richtige Kontroverse losgetreten worden, denn zum einen glaubt man das Apple nicht unbedingt. Und des Weiteren hat man in den Beta-Untiefen von iPadOS 16 durchaus Code gefunden, mit dem man den Stage Manager auch auf älteren iPads aktivieren könnte. Es wäre also gut möglich, dass Apple den Stage Manager bewusst exklusiv auf M1-Geräten platziert, damit die Leute einen Anreiz haben, sich neuere iPads zuzulegen. Das ist allerdings sehr spekulativ, da niemand außer Apple wirklich weiß, wie die Performance des Stage Managers auf älteren iPads wäre und wie oft es möglicherweise auch zu App-Abstürzen kommt. Sicher ist jedoch, dass Apple die Unterstützung für externe Displays mit iPadOS 16 deutlich verbessert hat. Denn wenn euer iPad mit einem Keyboard verbunden ist und ihr es per Kabel mit einem Fernseher oder Monitor verbindet, dann erhaltet ihr einen echten erweiterten Desktop und keinen gespiegelten iPad-Bildschirm im 4:3-Format mit dicken schwarzen Rändern rechts und links wie bisher. In der Vergangenheit,
Da boten lediglich einige wenige Apps wie Videoeditoren die Möglichkeit, einen externen Bildschirm beispielsweise als passiven Viewer einzusetzen. Von einem interaktiven Vollbildschirm wie jetzt, da war man bislang weit entfernt. Und jetzt lässt sich der iPad Desktop dagegen wunderbar auf einen externen Monitor skalieren. Und das Ganze funktioniert Universal Control-artig, indem ihr den Mauszeiger einfach über den Bildschirmrand eures iPads hinaus bewegt. Und das sogar ohne spürbare Verzögerung. Richtig, richtig gut, Apple, aber eben auch lange überfällig. In den Systemeinstellungen könnt ihr noch einstellen, an welcher Stelle der Monitor sich in Relation zu eurem iPad befindet. Also rechts, links, oben, unten. Sogar HDR und Dolby Vision Unterstützung könnt ihr hier auswählen. Aktuell gibt es noch ein paar Bugs bei der Unterstützung von externen Displays. Manchmal gibt es noch Darstellungsfehler, Apps werden schwarz dargestellt oder crashen. Auch werden Vollbild-Apps beispielsweise noch in der falschen Orientierung dargestellt und sind nicht gescheit nutzbar. Sollte dieser Bug behoben werden und man so natürlich auch Spiele auf dem Fernseher spielen können oder dem Monitor, dann wird die erweiterte Display-Unterstützung umso interessanter. Das sind allerdings für eine frühe Beta jetzt völlig normale Bugs, die bis zur Veröffentlichung im Herbst mit großer Wahrscheinlichkeit behoben sind. Außerdem gibt es noch ein paar weitere Limitationen. Ihr erhaltet den verbesserten externen Display Support wirklich nur, wenn ihr einen externen Monitor per Kabel anschließt. Per AirPlay wird weiterhin nur der iPad-Bildschirm im 4:3 Format mit dicken schwarzen Balken rechts und links gespiegelt. Zum anderen funktioniert es ebenfalls nur, wenn ihr eine Hardware-Tastatur per Bluetooth oder Smart Connector mit eurem iPad verbunden habt. Die Verbindung von einer Maus oder einem Trackpad, die reicht nicht. Es muss zwingend eine Tastatur mit eurem iPad verbunden sein. Nutzt ihr alleine das iPad, erhaltet ihr ebenfalls nur einen gespiegelten Desktop im 4:3 Format mit Balken rechts und links. Ja, kommen wir zu meinem ersten Eindruck von Stage Manager und dem externen Display Support. Aber bevor ich hier meine Meinung kundtue, da möchte ich erst einmal Craig Federighi, den Senior Vice President der Softwareentwicklung bei Apple, lose zitieren. Craig hat nämlich in einem Interview nach der WWDC 2022 gesagt, dass der Stage Manager kein Ersatz für Splitscreen, Slideover oder Mission Control auf dem Mac sein soll, wie man mit mehreren Apps interagieren kann. Es soll einfach eine zusätzliche Option sein, mit mehreren Apps zu arbeiten. Man hätte auch nicht vor, die anderen Arten zu ersetzen oder abzuschaffen. Die Leute hätten unterschiedliche Vorlieben und Arbeitsweisen und der Stage Manager erfordere eine gewisse Eingewöhnungszeit. Er und sein Team hätten aber schon nach kurzer Zeit nicht mehr auf den Stage Manager verzichten wollen und der Stage Manager wäre mit Abstand ihre bevorzugte Arbeitsweise geworden. Wer jetzt das ganze Interview sehen will, der soll sich mal die Talkshow mit John Gruber anschauen. Den Link packe ich euch in die Beschreibung. Ich meine, prinzipiell glaube ich dem Craig ja. Ich finde ihn auch sehr sympathisch. Aber was soll er denn auch anderes sagen als Repräsentant von Apple? Ich bin vermutlich noch in der Eingewöhnungszeit mit dem Stage Manager. Denn so richtig warm bin ich mit dem Stage Manager bislang noch nicht geworden. Ich empfinde ihn als etwas umständlich in der Bedienung. Man benötigt teilweise noch zu viele Klicks. Und trifft auch nicht immer sofort die kleinen Icons. Ich würde mir hier definitiv die Möglichkeit wünschen, wie beim Mac durch direkte Klicks Fenster zu vergrößern, zu verkleinern oder durch einen Doppeltap auf die obere Fensterleiste ein Fenster maximal zu vergrößern. Und gerade auf dem iPad empfinde ich den Bildschirm kaum groß genug, obwohl ich hier ein 12,9 Zoll iPad habe, um mit 4 Fenstern gleichzeitig zu arbeiten. Vielleicht gewöhne ich mich allerdings noch daran, denn ich bin jetzt bislang tatsächlich immer mal wieder dahin gekommen, den Stage Manager auszuprobieren, einfach weil er mir doch ein paar zusätzliche Möglichkeiten bietet. Splitscreen mag ich aber prinzipiell lieber, da einfach der Bildschirm besser ausgenutzt wird. Aber wie gesagt, ich habe tatsächlich schon selber einen großen Pluspunkt festgestellt bei der Arbeit mit dem Stage Manager. Wenn man jetzt so wie ich beispielsweise viel Video-Editing macht, zum Beispiel mit LumaFusion auch auf dem iPad, dann war man auf dem iPad immer gezwungen, den Exportvorgang des Videos im Vordergrund zu halten. Das ist jetzt nicht mehr zwingend der Fall. Solange ich mich in derselben App-Gruppe aufhalte und LumaFusion als sichtbares Fenster im Hintergrund laufen habe, da bleibt der Exportvorgang aktiv. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein Vorteil in Sachen Produktivität, da ich so mit dem iPad im Grunde weiterhin komplett aktiv bleiben und andere Dinge tun kann. Dennoch bleibt mein Hauptanliegen unter iPadOS der Wunsch nach
Pro-Apps wie Final Cut, die uns Apple nach wie vor schuldig geblieben ist. Und dennoch nähert sich das iPad dem Mac immer weiter an. Mit dem Stage Manager und der deutlich verbesserten Unterstützung für externe Monitor wird das iPad in meinen Augen definitiv attraktiver. Ich habe auch schon viele Stimmen gehört, die sagen, dass der Stage Manager auf dem iPad wesentlich mehr Sinn macht als auf dem Mac und dass der Stage Manager eigentlich für das iPad entwickelt wurde und nur auf dem Mac angeboten wird, damit Leute, die vom iPad auf den Mac wechseln, eine vertraute, familiäre Benutzererfahrung haben. Laut Craig Federighi ist das nicht so. Ja, ich weiß nicht genau. Vielleicht bin ich jetzt nicht so der Typ für den Stage Manager. Wenn ich viele Fenster geöffnet habe, beziehungsweise mit vielen Apps gleichzeitig arbeite, dann nutze ich sowohl auf dem Mac als auch auf dem iPad viel lieber die Drei-Finger-Geste, um von Vollbild-App zu Vollbild-App zu swipen oder von Splitscreen-App zu Splitscreen-App. Statt dem Stage Manager wäre mir mehr geholfen gewesen damit, wenn die Apps auf dem iPad auch im Hintergrund wirklich aktiv bleiben würden und zum Beispiel Videos zu Ende rendern würden oder Uploads fertigstellen würden. Nun ja. Wie gesagt, der Stage Manager ermöglicht mir das zumindest größtenteils, auch wenn ich dann immer etwas umständlich mit überlappenden Fenstern arbeiten muss. Was ich allerdings ein richtiges Highlight finde, ist die deutlich verbesserte Unterstützung für externe Monitore. Hier könnte das iPad sogar als richtige Gaming-Konsole fungieren, wenn Apple die Bugs einmal ausgemerzt hat. Und auch das Arbeiten macht mehr Spaß, wenn man mehr Dinge im Blick hat und mehr Dinge gleichzeitig erledigen kann. Zum Beispiel, indem man das iPad auf dem einen Bildschirm was anzeigen oder fertigstellen lässt, während man auf dem anderen Bildschirm normal weiterarbeitet. Das gefällt mir richtig gut. Ihr könnt eure Meinung zum Stage Manager und zur erweiterten externen Display-Unterstützung ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Könnt ihr auch gerne Fragen stellen, falls ihr welche habt. Ich danke euch fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Video, euer Fabian.